Nochmal zur Musik, was ich, also mir sind noch etliche Bands im Nachhinein eingefallen, die ich ziemlich gerne höre, Lieblingsbands sind und auch etliche ohne übertrieben viel Geschrei. Das meiste davon ist Progressive, Metal Progressive Rock und melodisches Gedöns. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Bands. Das ist zum einen Amorphis, das ist Progressive Death Metal. Teilweise, also es gibt clean nennt man das, also cleane Vocals. Manche Lieder sind auch komplett clean und melodisch sowieso. Am besten verlinke ich das einfach wieder alles. Die zweite Band ist eine meiner Lieblingsbands, das ist Evergrey. Das ist auch Progressive, Progressive Thrash. Thrash ist halt so eine schnelle Spielart von Metal. Da verlinke ich auch eine Live-Ballade, die ich ziemlich gut finde, obwohl ich sonst nie Balladen höre und auch eigentlich gar nicht mag. Aber ich mag einfach alles, was mich dann irgendwie anspricht. Und wenn die Atmosphäre halt so gestaltet ist oder der Text mich anspricht, dann finde ich es halt einfach gut. Nächste Band ist Katatonia, das ist Doom Progressive. Doom ist fast das Gegenteil von Thrash, das ist eine langsame Spielart. Das ist eigentlich Doom, Dark und Progressive. Ziemlich emotional, die Texte sind aber auch ziemlich, ja, ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, auf jeden Fall ansprechend für mich persönlich. Nächsten beiden Bands sind Melodic Death Metal Bands. Das ist eine neue, relativ neue Spielart auch wieder vom Metal. Das ist so ähnlich wie New Metal. Die bekannteste New Metal Band dürfte Linkin Park sein. Nur dass bei diesen Melodic Death Metal Bands halt auch diese härteren Parts wieder dabei sind. Ja, die kommen beide aus Italien. Einer heißt Disarmonia Mundi, die andere Scar Symmetry. Ist jetzt nicht das, was ich jeden Tag höre, aber ist halt melodisch und finde ich passt sehr gut im Kontrast zu dem Rest. Also ich mag eigentlich dieses Melodische, auch wenn diese clean Vocals kommen und wirklich ausdrucksstark halt rübergebracht werden. Und das besonders im Kontrast zu dunklen Tönen, zu brutalen, bestialisch klingenden Tönen finde ich diesen Kontrast besonders gut. Dieser Kontrast ist auch besonders bei der Band Epica zu sehen. Das ist Symphonic Metal nennt man das. Das ist eigentlich ähnlich wie Nightwish. Da ist viel Orchestrales und klassische Musik dabei. Und die Stimme ist auch ein Operngesang, also von der Stimmlage her und vom Charakter her der Stimme. Ist aber auch jemand dabei als Zweitstimme, der dann auch diese dunklen Growls macht, wie im Death Metal halt. Und die Musik ist auch allgemein ziemlich kreativ und abwechslungsreich. Und die Texte sind extrem gut. Also von Epica, die Texte liebe ich einfach. Von Evergrey aber genauso. Die Texte von Evergrey, das ist fast unübertroffen, was ich bisher so kenne. Früher waren mir Texte eigentlich überhaupt nicht wichtig, aber mittlerweile finde ich das manchmal sogar fast noch geiler einfach. Die Texte, die sind einfach manchmal mindblowing und man erkennt da einfach so viel drin, was man selber irgendwie erlebt hat oder erdacht hat oder bei anderen sieht. Das ist echt krass, das spricht mich teilweise noch mehr an als die Musik an sich, weil auf die Musik kann man ja viele Sachen legen. Man kann viele Sachen reininterpretieren, im Text auch, aber nicht so viel wie in Musik. Die Musik ist daher eher ein bisschen schlichter, muss es natürlich auch sein, um die Emotionen auch anzusprechen. Ja, und Text ist dann halt nochmal ein Stück tiefer, sage ich mal. Die nächste Band ist In This Moment, das ist Metalcore, das ist ziemlich emotional. Da habe ich speziell ein Lied rausgesucht, was ich verlinken werde, was mich textlich extrem angesprochen hat. Ein
ist keine Band, ein Künstler, den habe ich letztes Video schon genannt, ist Gory Gore und das Lied heißt Broken. Das ist Hip-Hop, aber da spricht mich halt der Text wieder so an. Natürlich eigentlich der Text, weil die Musik, das Instrumentale von Hip-Hop, das ist meistens meiner Meinung nach nicht das Kreativeste, obwohl es auch Ausnahmen gibt wie Amewu und manchmal auch Gory Gore. Aber da sind die Beats, die dahinter liegen, eigentlich eher was unterstützend für den Text ist. Ja. Eine Band noch, die melodisch ist, das ist die Musikrichtung ist Power Metal. Das ist Firewind, die Band. Wie heißt das Lied? Was ich verlinken wollte, genau. Warte nicht. Oder fertig. Das Lied heißt Breaking the Silence, also bei der Band Firewind. Das ist auch wieder so, dass die Texte extrem gut sind, mich extrem ansprechen zumindest und wirklich auch tief gehen. Und viele der Texte, besonders ich glaube vom neuesten Album ist das, glaube ich. Also, ich kann mit jedem Text mich total identifizieren einfach, also es ist echt krass bei dieser Band, obwohl ich eigentlich so nie Power Metal höre. Aber das Instrumental ist auch ziemlich gut dazu. Ja, noch drei melodische Bands habe ich hier. Einmal Iced Earth, das ist auch Power Metal, aber ein bisschen Thrash Metal. Texte sind wieder gut, aber hier interessiert mich das Instrumentale mehr, also dieser Mix aus dem schnellen, brutalen Thrash und diesem auch schnellen, aber melodischen Power Metal finde ich sehr gut und Iced Earth hat auch so einen ganz eigenen Charakter mit besonders ja, die haben so einen galoppierenden Beat, dieses Dillit, Dillit, Dillit und das bauen die ziemlich intelligent ein, finde ich sehr gut. Nächste Band ist Dragon Force, die kennen vielleicht einige, das ist Extreme Power Metal, also wirklich extrem schnell und extrem melodisch und richtig anspruchsvoll zu spielen. Die Texte sind unwichtig von der Band. Ich merke die ganze Zeit, wie der Stuhl immer rumknarzt, das nervt bestimmt. Die letzte, die ich hier aufgelistet habe, auch eine meiner Lieblingsbands, ist Demogorgia. Die habe ich sehr früh gehört und höre ich immer noch sehr gerne. Ist auch, also ist Black Metal, gleichzeitig aber auch Dark Metal, wobei Dark Metal eigentlich nur heißt, dass es ein Mix aus Black, Melodic und oft auch Death ist. So wie Cradle of Filth zum Beispiel. Die treten auch live manchmal mit Orchester auf und es ist halt richtig epische, klassische Musik und dann dieses Black Metal dabei. Texte sind ganz in Ordnung, aber da interessiert mich wirklich das Instrumentale wieder. Also bei vielen Bands interessiert mich echt nur das Instrumentale. Dann habe ich hier noch zwei Lieder, die ich verlinke. Das ist jetzt kein Metal. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt mit reingemacht habe. Auf jeden Fall ist mir das spontan aufgefallen, eingefallen. Und zwar höre ich recht gerne von Anime-Serien die Intros, die finde ich oft eigentlich einfach ziemlich gut. Hier habe ich jetzt von Digimon, obwohl ich die Serie nie geguckt habe, nie wirklich aktiv, zwei Lieder, die mich richtig ansprechen. Auf Deutsch sind die auch. Ja. Und das war es dann so mit dem Melodischen, was ich am Anfang erstmal vorweg verlinken wollte, weil letztes Mal war viel Gegröle und Geschwindigkeiten so dabei. Und dazu komme ich jetzt auch wieder. Die erste Band ist Unicron. Das ist so ähnlich wie die erste Band, die ich im letzten Video verlinkt habe. I Wrestled a Bear Once. Das ist auch wieder Mathcore oder Math Metal. Extrem chaotisch gleichzeitig, aber wirklich extrem durchdacht. Das wirkt alles nur chaotisch, extrem schnell und anspruchsvoll. Kreativ, besonders wie es am Ende abgeht bei diesem einen Lied, was ich verlinken werde. Ja, das nächste ist Peripherie, das ist Progressive oder Djent. Metal Djent ist eine ganz spezielle Spielart, die ich jetzt nicht auf die Schnelle erklären kann. Wail of Maya, auch Progressive und Djent.
Also Gent ist ähnlich auch wie Mars-Core, auch ziemlich anspruchsvoll. Also Gent ist eigentlich im Grunde, dass Riffs, Gitarrenriffs gespielt werden, die man nicht erwartet oder zumindest ungewohnt sind, aber trotzdem einen Sinn ergeben. Das ist dann eher was für den Verstand, so. Das spricht die Emotionalität null an, deswegen ist das auch für viele nichts, weil Musik ja für viele emotional ist, was ich auch mit den ganzen anderen Bands da gerade abgedeckt habe. Und das ist dann eher was für den Verstand, das stimuliert bei mir auf jeden Fall was im Gehirn, deswegen höre ich das ziemlich gerne. Also dieses Mars-Core, Djent, Progressive und Technical-Gedöns. Muss sich auf jeden Fall mal anhören, das ist interessant. Also Wail of Maya ist und Peripherie sind die beiden Bands. Das nächste ist Flash God Apocalypse, das ist epic. Death Metal, also das nennt man wirklich epic, weil auch wieder dieses orchestrale, wirklich episch wirkende da drin ist. Und das dann wirklich sehr schnell. Also es ist einer der krassesten Bands, die so richtig reinhauen, das Gehirn und durchpusten. Also ich habe das mal eine Stunde lang bei einer beim Laufen, beim Tempolauf gehört und danach war mein Gehirn einfach zerfickt. Das ist einfach so. Das macht einen kaputt, sowas. Aber manchmal mache ich das ja bewusst gerne. Nächste Band ist Dissection, das ist auch Melodic. Warum habe ich jetzt hier reingepackt? Aber auf jeden Fall Melodic Black Metal. Da finde ich die Texte auch wieder sehr gut, aber die Spielweise, das Instrumental, das ist auch wieder ziemlich eigen, was auch total untypisch für Black Metal jetzt ein bisschen ist. Also, es knallt auf jeden Fall rein, die Band. Dann habe ich hier zwei Death Metal Bands. Die eine ist mein Lieblings-Death Metal Band. Also reines Death Metal, es gibt noch Deathcore, komme ich gleich zu. Die erste ist Gorefest. Da finde ich einfach die Stimme, die ist richtig brutal einfach. Die haut total rein. Und dabei ist der Typ total dürr und hat die beste, brutalste, biestigste Stimme überhaupt. Das ist richtig geil. Die zweite ist Debauchery. Da ist die Stimme ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die Band ist einfach lustig. Ja. Jetzt habe ich hier schon wieder eine Melodic drin, hat nicht ganz richtig geordnet. Ill-Disposed, das ist zwar auch Melodic Death Metal, aber eigentlich mehr Death Metal, dieses klassische aus den 80er Jahren, wo es entstanden ist. Aber Ill-Disposed haut man auch richtig rein, hat auch eine richtig geile Stimme. Nächste ist Slow Death Metal, also eine Slow Death Metal Band. Obituary. Kann ich eigentlich auch nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall dieses Slow, das höre ich auch manchmal ziemlich gerne. Und dann kommt der Deathcore. Das ist einmal Despised Icon. Besonders der Drummer ist einfach nur eine Bestie. Man muss sich die Drums einfach mal reinziehen. Das ist einfach so schnell, brutal und kompliziert. Da muss man richtig Skill für haben. Also ich liebe dieses extrem komplizierte Schnell, einfach weil es so anspruchsvoll ist und dann auch wieder stimuliert. Da ruft gerade einer an. Ja, und die zweite Deathcore-Band ist All Shall Perish. Da sind die Texte auch wieder ziemlich gut. Jetzt nicht so gut wie bei den anderen Bands, die ich genannt habe, wie bei Evergrey oder bei Epica. Aber finde ich die auch ziemlich gut. Das ist relativ kompliziert zu verstehen, aber. Aber da ist auch eher das Instrumentale wieder, was richtig kreativ ist, aber gleichzeitig so brutal einfach. Und das zeigt einem einfach diese Realität, die existiert. Jetzt unbedingt nicht in unserem Alltag, aber die Realität, die viele erleben, und die wird dir direkt ins Gehirn geblasen. Und das liebe ich einfach. Die vorletzte Band ist Enslaved. Das ist auch eine Progressive Band, aber eine Progressive Black Metal oder Viking Metal Band. Viking bezieht sich meistens eigentlich nur auf die Texte, oder eigentlich fast, also wirklich nur auf die Texte. Ja, die ist ziemlich dunkel. Texte sind mega geil. Das Instrumentale ist mega gut umgesetzt, hat auch einen ganz eigenen Stil.
Und das, was eigentlich Black Metal ist, ist eigentlich nur diese krächzende Stimme, die aber eigentlich auch zu dieser dunklen Stimmung ziemlich gut passt. Also es ist kein Black Metal, wo einfach nur draufgehauen wird und dann ein Riff das ganze Lied, sondern es ist ein bisschen anspruchsvoller. Also es, man kann es so beschreiben, es erzeugt eine gewisse Atmosphäre. Es gibt da auch wirklich eine eigene Black Metal Musikrichtung, die sich darauf bezieht, dass die eine gute Atmosphäre herstellen, aber das ist diese Band jetzt, da kann man die nicht ganz einordnen. Ja, und die allerletzte Band ist Samael. Das ist auch so eine Dark Metal Band. Das ist ein bisschen Black, ein bisschen Death. Sie ist ganz eigen. Die hat auch ein bisschen Elektronik, glaube ich, drin. Da interessieren mich die Texte auch wieder. Da ist dann weniger als instrumental, das ist in Ordnung, aber da sind die Texte. Ja, das sind so die Bands, die ich am liebsten höre. Zusätzlich zu den Bands, die ich im ersten Video verlinkt habe. Also es gibt noch etliche Bands, die ich sehr gerne höre. Aber das sind jetzt so meine Lieblingsbands und auch für den momentanen Zeitpunkt, aber auch teilweise welche, die nie rausfallen, sind schon einige, ja. Alles klar. Bis demnächst.